Das ZSC1 TV Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Ein herrlicher Abend im Hallenstadion. Von 9.815 Zuschauern startet der ZSC Lugano mit 6:2. Vor drei Wochen hat der ZSC Tagang Fribourg nach Verlängerung noch 2:0 verloren. Bange Frage natürlich bei den Zuschauern. Wie gut hat der ZSC Pausen überstanden? Die Antwort: hervorragend. Sofort viel Tempo im Spiel mit leichter ZSC Vorteil. Aber erste Mitteldrittel fallen Goal. 32 Minuten. Mike Schönzle 1:0. 33 Minuten. Chris Baltisberger 2:0. Das letzte Drittel bringt Entscheidung. In einer Minute 2 Goal zum 14:0. Dank Patrick Bertschi und Ryan Shannon. Die Lions werden leicht nachlässig, ein bisschen übermütig und kassieren 2 Goal zum 4:2. Jetzt aber die bange Frage: Wie geht es weiter? Es ist positiv gewesen. Ryan Keller zum 5:2 und Ryan Shannon ins leere Goal zum 6:2. Ein herrlicher Abend und wenn das Resultat so schön war, geht nochmal. ZSC 6. Lugano 2. Patrick Bertschi, vor der Pause ist ein bisschen hartzig geworden. Niederlage gegen Fribourg, knapper Sieg nach Verlängerung in Lausanne. Da hat man gesagt, der ZSC ist nicht mehr in Form. Hoffentlich tut ihm die Pause gut. Man weiß es nie, dem ZSC hat sie gut getan. Ja, eben, das ist jetzt auch ein bisschen kurzfristig gesagt. Ich meine, heute haben wir einen guten Match, können sagen, das war auch unser Ziel gewesen. Und wie du gesagt hast, wir sind erst einmal nach dem Match schleuer. Und wir haben uns viel vorgenommen heute und es ist viel gelungen, ja. Viel vorgenommen und es ist auch gut gelungen. Anfang etwas harzig, beide Goale stark, man hat kein Goal gesehen, dann im Mitteldrittel ist es losgegangen. Ja, eben, ich meine, ich glaube auch, wir haben im ersten Drittel schon ein bisschen mehr vom Spiel gehabt und haben einfach uns gesagt, wir müssen dranbleiben und hart arbeiten und nachher sind sie dann reingefallen zum Glück und ich denke, wir haben verdient gewonnen heute. 4:0 geführt, hat das wunderbar ausgesehen, dann aber auf einmal 4:2, da habe ich im Moment Angst bekommen. Hoffentlich behalten die Nerven und setzen nochmal zu, das wollen wir. Ja, eben, sie haben alles nach vorne geworfen, wir haben ein paar dumme Eigenfehler gemacht und ihnen so die Chance gegeben, um nochmal ins Spiel zu kommen, aber danach haben wir zum Glück nochmal eine können machen und dann ist, glaube ich, der Karren geführt gewesen. Nummer 29, Luca Bolshauser, heute zum ersten Mal von Anfang an im Team und man hat den Eindruck gehabt, du siehst überhaupt nervös. Ja, der Eindruck täuscht. Ich war schon recht nervös, vor allem am Anfang, aber es hat sich dann recht schnell geleitet und dann war es auch wieder ein Spiel wie das andere. Noch kritische Phasen am Anfang. Du hast eine gute Abwehr gehabt, bist aber nicht allzu fest geprüft worden. Und Goalie haben eigentlich lieber, wenn sie von Anfang an unter Beschuss kommen und dann immer stärker werden. Ja, heute bin ich eigentlich nicht so viel geprüft worden im ersten Drittel, aber das hat mir sicher auch geholfen, um da ein bisschen Nervosität ablegen. Die Spieler haben einen sehr guten Job gemacht, vor allem in der Defensivzone. Haben sie überhaupt nicht zu Chancen geholt am Anfang und das hat mir sehr geholfen. Beim 4:0 habe ich gehofft, er schafft es noch. Hat es aber gleich nicht mehr geschafft. 4:2, lärgerlich. Aber für einen Goalie spielt eigentlich nicht so eine große Rolle. Hauptsache ist, man hat gewonnen. Das ist so, genau. Shoutout ist jetzt nicht so wichtig. 3 Punkte sind viel wichtiger. Und, ja. Das sind sie Lockerball zu Hause und ich würde mich freuen, ihn bald wieder im Gold zu sehen.